Hey, ich bin Edgar von den Dogspotters und sitze hier mit Christoph de Hechte, dem Festivalleiter der Dog Leipzig. Erstmal danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns heute Rede und Antwort zu stehen. Und wie sieht denn dann heute Ihr Tag aus und wie wird er dann in der Festivalwoche aussehen? Heute ist ruhig. Ich bin spät aufgestanden, letzte Gelegenheit auszuschlafen quasi. Und drehe so meine Runden und schaue, wie es dem Team in den verschiedenen Locations geht. Seit ein paar Tagen ist das Büro richtig ausgeräumt. Es steht da kein einziger Stuhl oder kein einziger Schreibtisch in manchen Ecken mehr rum, weil die alle hier für das Festivalzentrum dienen. Ab morgen wird es dann richtig intensiv. Da ist jeden Morgen ab 9 Uhr Vorbesprechung im Büro. Und danach irgendwo zwischen 17 und 23 Terminen am Tag. Das ist wirklich für mich anders als für die meisten im Team, die halt eine bestimmte Aufgabe haben und an einem Ort eingesetzt sind, so dass ich sehr viel rumrenne und mal hier Hallo sage und mal dort auf Wiedersehen. Und zwischendurch darf ich dann auch mal im Kino sitzen und mir einen Film mit angucken, nämlich da, wo ich hinterher selber moderiere. Das mache ich aber nur zweimal. Und dann gibt es eine Moderation von einer der Meisterklassen, nämlich mit Mila Turajlic. Da habe ich gesagt, das will ich auf jeden Fall selbst machen. Aber meistens ist es wirklich dieses Hin- und Herspringen und an allen Orten gleichzeitig sein. Was wäre denn dann so das, was Sie vor und auch in der Festivalwoche am liebsten machen? Also was ich am liebsten machen würde, wenn ich Zuschauer wäre, würde ich mir die gesamte Retrospektive angucken, weil das sind größtenteils Filme, die ich noch nicht kenne. Ich kenne einige der langen, aber die kurzen nicht. Und mir so ein paar Rosinen aus dem Programm picken. Ich bin jemand, der auf anderen Festivals tatsächlich die ganze Zeit im Kino sitzt und nicht so viel Networking macht, sondern einfach großen Spaß dran hat, Filme zu entdecken. Aber von dem, was ich jetzt tatsächlich in der nächsten Woche zu tun habe, denke ich, sind diese liebsten Momente eben genau die, wo ich Gesprächsmoderationen machen kann, wo man dann wirklich tiefer einsteigt in die Sujets. Was macht denn dann so das diesjährige Dog-Festival aus? Zum einen ist es natürlich die Rückkehr in die Kinos, also ein Weg von dieser im Wesentlichen digitalen Vermittlung. Vor 2 Jahren hatten wir vor allem das und nur sehr wenig Kinozuschauer. Letztes Jahr hatten wir immerhin ein paar Gäste, aber dieses Jahr sind alle Corona-Regeln gefallen. Wir empfehlen nach wie vor dringend, dass man eine Maske im Kino trägt. Mache ich dann auch, wenn ich im Publikum sitze. Aber zumindest wird niemand mehr ausgeschlossen. Aber klar, das Festival steht auch für ein paar andere Dinge in diesem Jahr. Wir haben einen Animationsschwerpunkt, das ist ganz wichtig, weil es heißt halt Dog Leipzig, die Leipziger sagen die Dog-Woche. Aber da fehlt der Animationsfilm und der Animationsfilm ist uns wichtig. Deswegen haben wir als Eröffnungsfilm einen Animationsfilm ausgewählt. Wir haben sehr viele Programme, die sich rund um den Animationsfilm bewegen, einen eigenen Talk dazu. Und am Freitag auch in dem Branchenprogramm Dog Industry, ein Tag, der sich vor allem dem Animationsfilm widmet und wo wir eine engere Vernetzung der beiden Szenen, der Dokumentar- und der Animationsfilmbranche, anstreben. Das ist das zweite Zeichen quasi, unter dem Dog Leipzig 2022 steht. Und der dritte Punkt ist natürlich die Ukraine. Der Überfall Russlands auf die Ukraine war im Februar, das heißt, bevor wir unsere Filmauswahl getroffen haben, natürlich war die beeinflusst davon. Wir haben dem Partnerfestival DocuDays UA in Kiew eine Bühne gegeben, um das Festival, was die im März nicht physisch stattfinden lassen konnten, hier auch im Kino vor Zuschauern zu wiederholen. Und wir haben in den anderen Programmen sehr viele ukrainische Filme gezeigt. Mein größtes Bedauern ist eigentlich, dass wir nicht die Zeit haben, so auch auf den Iran zu reagieren. Weil wir selbstverständlich uns solidarisch zeigen mit den Frauen, die dort gerade demonstrieren, mit allen Protesten, mit allen Menschen im Iran, die endlich wieder einen Hauch von Freiheit am Horizont entdecken. Und ich hoffe sehr, dass das nicht schief geht, sondern dass es zu einem guten Ende führt. Nur im Filmprogramm konnten wir das nicht mehr unterstützen, dafür fehlte die Zeit. So kurzfristig kann man nicht reagieren und Film ist ja auch ein etwas träges Medium. Aber ja, das sind so die wesentlichen Elemente. Also Sie haben jetzt schon die Corona-Thematik angesprochen und das diesjährige Dog-Festival ist ja jetzt das erste, das quasi wieder ohne große Einschränkungen stattfinden kann. Was wären denn jetzt aber so Änderungen, die das Dog-Festival über die letzten paar Jahre mitgenommen hat, auch jetzt aus der Corona-Zeit? Ja, also wir haben natürlich, als wir 2020 die erste Pandemie-Ausgabe hatten, sehr lang
nachgedacht, wie wir sinnvoll darauf reagieren können. Einige andere Festivals mussten ja ganz abgesagt werden. Wir hatten das Glück, dass uns das nicht ereilte. Und wir haben auch große Anstrengungen unternommen, um bestimmte Veranstaltungen wirklich komplett hybrid stattfinden zu lassen. Also hier im Sinistar bei den Wettbewerbsfilmen jeden Nachmittag und Abend war es tatsächlich so, dass Zuschauer von zu Hause aus mit den Zuschauern im Saal so verschaltet waren, dass man gemeinsam an der Diskussion teilnehmen konnte, wo die Diskussionsteilnehmer dann eben auch auf verschiedenen Kontinenten saßen. War ein irrwitziger Aufwand. Aber es gibt bestimmte Elemente, die wir trotzdem aus diesen beiden Editionen übernommen haben. Dazu gehört der Docstream, der in diesem Jahr nur noch eine Auswahl, also ausgezeichnete Filme, wie wir sagen, da sind hoffentlich möglichst viele Preisträger dabei, in der Woche nach dem Festival dann verfügbar machen für diejenigen, die hier in Leipzig Filme gucken und noch nicht genug gekriegt haben und noch eine Woche länger gucken wollen, beziehungsweise auch für die vielen, die anderswo in Deutschland gerne einen Blick ins Festival nehmen würden. Und es gibt dieses Jahr etwa 1800 Fachakkreditierte, die zum Festival kommen. Das heißt, 1600 kommen tatsächlich auch und sind vor Ort. Und 200 nehmen online teil. Das ist möglich. Wir haben sowohl Online-Meetings mit anderen Fachteilnehmern organisiert, als auch ein Streaming von bestimmten Veranstaltungen und einige Talks, die man wirklich komplett über Zoom hat und wo man dann von hier oder dort teilnehmen kann. Aber dass das nicht die Regel wird, zeigen ja schon diese Zahlen. Also wenn 200 von 1800 nicht hierher kommen, dann sind das gerade mal 11%. Und das ist okay, finde ich. Sie selbst sind ja jetzt schon als drittes Jahr bei der DOC Leipzig. Und da wächst man ja natürlich auch persönlich. Ja. Was haben Sie denn jetzt so in Ihrer Zeit bei der DOC Leipzig mitgenommen? Also ich habe vor DOC Leipzig schon auf anderen Festivals gearbeitet, schon 2 Jahrzehnte. Das heißt, die Prinzipien sind nicht neu, aber die Spezifika sind immer wieder ganz anders. Und die Art und Weise, wie ich hier ins Team eingebunden bin, ist eine andere, als sie das vorher gewesen ist. Ich glaube, dass es für mich etwas ist, wo ich mich noch mal wiedererfinden musste. Nicht nur, weil es eine Fixierung auf Dokumentar- und Animationsfilm ist und eben kein Spielfilm, den ich bisher immer dabei hatte, sondern auch, weil diese Art, verantwortlich zu sein, auch für die geschäftlichen Dinge und damit auch für die Existenzen von fast 20 Menschen, die das ganze Jahr für DOC Leipzig arbeiten, nochmal eine andere Wahrnehmung mit sich bringt. Sie haben jetzt schon gesagt, dass Sie abgesehen von der DOC auf auch anderen Festivals sind und dann hauptsächlich Filme gucken, anstatt dort mitzuwirken. Beschränken Sie sich da immer noch auf Dokumentarfilme oder erforschen Sie dann auch andere Genres? Nein, überhaupt nicht. Also ich gucke mir alles Mögliche an. Nicht nur auf Festivals, sondern auch, wenn ich abends den Fernseher anmache. Und meistens ist es Criterion Channel, was ich mir angucke. Da gibt es das tollste cinephile Angebot. Ich gucke mir alles an, weil das wäre wirklich Fachidiotentum. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man mitkriegt, was anderswo los ist. Und ganz ehrlich, die Grenze zwischen Dokumentar und Spielfilm ist so fließend, dass es ganz schwer ist zu sagen, bis hierher und nicht weiter. So, und jetzt zum Abschluss unseres kleinen Interviews. Gibt es denn einen Film der DOC Leipzig dieses Jahr, dass Sie mir, den DOCspotters und auch unseren Zuschauern quasi ans Herz legen könnten, den wir definitiv gucken sollten? Die Frage ist mir natürlich schon häufiger gestellt worden und eigentlich muss ich sagen, nein, ich bin der Leiter, ich kann hier keinen Film aus den Wettbewerben empfehlen, weil das wäre einseitige Bevorteilung. Und gerade deswegen beantworte ich die Frage jedes Mal anders. Und ich glaube, heute würde ich empfehlen, sich anzuschauen The Other Side of Everything von Mila Turajlic, der die Hommage gewidmet ist. Der Film ist schon ein paar Jahre alt. Es ist ein Film über ihre Mutter. Und es ist ein Film über jugoslawische Geschichte und ein Film über Familie. Vor allem ist es aber ein Film über den enormen Mut, den es braucht, um gegen eine politische Entwicklung, die unheilvoll ist, aufzubegehren und alles zu riskieren, um sich der entgegenzustellen. Denn die Mutter von Mila Turajlic, die Universitätsprofessorin für Mathematik, war
hat sich, ich glaube, es war 1991, das erste Mal öffentlich gegen Milosevic geäußert und hat dann, war dann Sprachrohr der Anti-Milosevic-Bewegung in Serbien, was quasi die Nachfolge von Jugoslawien antrat. Und diesen Mut, den sie da zeigt, den vermittelt sie großartig in dem Film. Und nebenher ist es einfach ein Film darüber, wie es ist, in einem Land geboren zu werden, nämlich Jugoslawien, und in einem anderen dann sich plötzlich wiederzufinden, nämlich plötzlich nur noch Serbien. Und so ein bisschen können sich, glaube ich, die meisten Ostdeutschen mit, also zumindest wenn sie die Wende bewusst erlebt haben, mit diesem Thema auch identifizieren. Dann bedanke ich mich erneut, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, und wünsche Ihnen noch eine schöne Festivalwoche. Und falls ihr jetzt auch noch mehr Lust auf Doc Leipzig bekommen habt, könnt ihr euch gerne noch unser Interview mit Lars Rummel ansehen. Das findet ihr auf YouTube und natürlich auch auf unserem Blog doc-spotters.de.